diesem Film wird eine Übung für Fortgeschrittene am Boden vorgestellt. Der Salto rückwärts gehockt. Der Salto rückwärts gehockt ist ein besonders anspruchsvolles Element des Bodenturnens. Er wird meist in Kombination mit Übungen wie der Radwende geturnt. Wer den Salto rückwärts aus dem Stand ausführen möchte, muss über eine hohe Sprungkraft verfügen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.